Ich bin Andrea Hofmann. Ich bin eine Physikprofessorin hier an der Uni Basel. Erstmal möchte ich sagen, dass unsere Forschung immer eine Teamarbeit ist. Mit mir zusammenarbeiten 3 PhD-Studenten und Studentinnen und ein Postdoc. Wir schauen uns Halbleiter-Nanostrukturen an. Wir schauen uns genau gesagt Chips an, die aus Silizium und Germanium bestehen. Und diese Chips sind eigentlich ganz ähnlich wie die Chips, die in unseren Computern und Smartphones stecken. Wir interessieren uns aber nicht für die klassischen Effekte, die wir benutzen, um mit unseren Smartphones und Computer zu rechnen, sondern wir interessieren uns für die Quanteneffekte, die zur Geltung kommen, wenn wir unsere Strukturen immer kleiner und kleiner machen. Meine Arbeit ist sehr vielfältig und ich arbeite mit vielen Menschen zusammen. Während meines Alltags mache ich sehr viele verschiedene Sachen und kein Tag sieht gleich aus wie der letzte. Ich mache Vorlesungen, ich gehe ins Labor und mache Experimente. Dadurch, dass meine Arbeitsgruppe noch ziemlich jung ist, bin ich oft auch selber im Labor und bin sehr involviert in unseren Messungen. Ich hatte nur 2 Jahre Physik in der Schule, das hat mich aber trotzdem fasziniert und ich habe beschlossen, Physik zu studieren. Während des Studiums hat mich dann die Quantenphysik sofort gepackt. Ich hatte in meinem PhD sehr viel Spaß, und zwar sowohl mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeitete, als auch an meinen Experimenten, und das hat mich motiviert, weiterzumachen. In Physik und Nanowissenschaften gibt es immer noch mehr Männer als Frauen. Lass dich davon aber nicht abbringen. Wenn du Lust hast, diese Fächer zu studieren, dann schreib dich ein, such dir gute Freunde und hab Spaß.